Das Besondere am Jahreskongress ist meiner Meinung nach auch die hohe Qualität der Organisation, die das DSAG-Team jedes Mal auf die Beine stellt, sei es über die Räumlichkeit, über Catering, technische Verfügbarkeit, Ansprechpartner und so weiter. Und da ich selbst auch ab und zu mal Veranstaltungen organisiere, weiß man wirklich, dass das sehr zeitaufwendig und auch arbeitsintensiv ist. Das schätze ich. Das Highlight auf diesem Jahreskongress war eigentlich, dass so viele Menschen zusammengekommen sind, dass wir hier mit über 3600 Personen sind und das ist einfach großartig und nach so langer Zeit Wahnsinn, toll. Also so viel tolles Netzwerken, das gab es schon lange nicht mehr. Nach der Corona-Pause endlich mal wieder zusammen mit den anderen DSAG-Funktionsträgern auf der Bühne zu stehen. Weil wir machen die DSAG aus, wir treiben die DSAG nach vorne. Eine Mitgliedschaft macht einfach Spaß, da bleibt der Erfolg nicht aus. Ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch DSAG zum Geburtstag, zum 25. weiter so. Ich glaube, jeder Einzelne, der hier auf dem Jahreskongress unterwegs ist, der nimmt natürlich persönlich unheimlich viel mit, weil er kann hier eben wirklich das Wissen aufsaugen, er kann einen Informationsvorsprung haben und hat damit einfach die Möglichkeit, in seinem persönlichen Job, in dem er eben halt unterwegs ist, auch egal ob Fachabteilung oder IT, eben wirklich mit diesem Informationsvorsprung einfach besser zu sein. Trifft die Community live vor Ort und ich glaube, das haben wir die letzten zwei Jahre gesehen, dass das Austauschen über den Monitor vollkommen anders funktioniert als die persönliche Interaktion und ich glaube, wenn es darum geht, Erfahrungen und Herausforderungen gemeinsam zu meistern, dann ist der persönliche Kontakt vor Ort viel effizienter und ich glaube, das ist der Mehrwert des diesjährigen Kongresses, wie er sich aber auch schon in den letzten Jahrzehnten dargestellt hat. Ja, auf dem Jahreskongress ist es halt immer schön zu sehen, andere Kundenbeispiele. Man selber befindet sich ja immer in so einem Tunnel und glaubt, man steht alleine mit seinen Themen so da. Und dann ist es immer wieder schön, die unterschiedlichen Vorträge zu sehen und eigentlich zu sehen, ey, es gibt viele, denen geht es ähnlich und zu sehen, wie die mit den Situationen umgehen. Und das ist in Gänze das, was ich sehr positiv finde und was auch den Reiz einfach ausmacht, diesen Austausch untereinander und diesen unterschiedlichen Stand halt einfach auszutauschen. Ja, die Interaktion einfach, dass man wirklich zu viel Auswahl hat an verschiedenen Arbeitskreisen und mal aus seinem doch irgendwie eingegrenzten Umfeld rauskommt und einfach mal in eine Session reinläuft, wo man sagt, würde ich ja normalerweise nicht mit viel zu tun haben. Und man merkt dann aber, wie viel Bezug es zu einem hat und wie wichtig das ist, den Austausch zu haben. Also quasi überall offene Türen und man kann reingehen. Gerade jemanden getroffen, die ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe und die hat gesagt, bist du auch auf diesem Familientreffen? Und das fand ich total treffend, weil es so schön ist, die Leute kommen zusammen, tauschen sich miteinander aus und irgendwie ist es wie so eine Familie, weil man doch immer wieder auch so liebe Gesichter sieht, die man regelmäßig auf dem Kongress sieht. Die DSAG ist eine Organisation, die weit, weit über das Thema SAP hinausgeht, die viele, viele moderne Dinge adressiert, wie beispielsweise, was machen unsere Nachwuchskräfte in der Zukunft, wie geben wir denen die Möglichkeit zu gestalten, wie geben wir in der Zukunft Frauen die Möglichkeit, sich in unserer Männerwelt viel, viel stärker zu etablieren und vor allem, wie wird das Mindset in der Zukunft auch in der IT oder in der Digitalisierung entsprechend verändert. Feiern, das Leute zusammenbringt und ihr macht das sehr gut. Die tollen Partys abends, bei denen man auch anders Leute kennenlernte, denn es ist was anderes, einen Vortrag zu hören oder Fragen zu stellen, was anderes, gemeinsam zu tanzen. Und das ist das wahnsinnige Gefühl, was zu bewirken.